Und ich bin der Meinung, da werden wir neue Wege gehen müssen, auch hin und wieder mal Wege, die uns über den Koalitionsvertrag hinaustragen. Wir erleben eine Zeitenwende. Das heißt, in dieser Zeitenwende soll es auch keine Denkverbote geben. Und deshalb bin ich der Meinung, wenn wir im Moment sehen, wenn es offensichtlich ist, dass einige Konzerne wissentlich und vor allem übergebührlich am Horror dieses Krieges verdienen, wann sollten wir doch eine Übergewinnsteuer einführen, die genau dem aktiv entgegenwirkt und dafür sorgt, dass auch die sich finanziell daran beteiligen, dass wir alle gut und vor allem mit einem stärkeren Zusammenhalt durch diese Krise hindurchkommen.